Vielleicht hast du auch schon gehört, dass es zum 1. August 2021 eine Änderung gab, und zwar im Geldwäschegesetz. Das Transparenzregister wird damit zu einem echten Vollregister und damit werden die entsprechenden Eintragungspflichten auch für dich als Grundlage zu einem Bußgeld, wenn diese nicht ordnungsgemäß erfüllt sind. Und genau darum geht es in diesem Video, dass du die 100.000 Euro Bußgeld sparst. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin seit über 20 Jahren Unternehmensberatung und Coaching tätig und selbst auch Geschäftsführer, selbst auch Gesellschafter mehrerer Kapitalgesellschaften und Genossenschaften. Und daher ist es für mich wichtig, in der Praxis natürlich auch zu wissen, wie die Eintragungspflichten und wie der Prozess der Eintragung auch vollzogen wird. Und das ist hier das Thema des Videos. Denn egal, ob du eine juristische Person, also GmbH, eine UG oder AG hast oder ob du eine eingetragene Personengesellschaft bist, also Kommanditgesellschaft, OHG oder eine Partnerschaftsgesellschaft, all diese müssen entsprechende Eintragungen des sogenannten wirtschaftlichen Berechtigten auch vollziehen. Und da sind wir auch schon bei der nächsten Frage des wirtschaftlichen Berechtigten. Das ist eine Person, die ausschlaggebende Wirkung hat auf das Unternehmensgeschick, also die mehr als 25% Anteile erhält und oder auch Geschäftsführer und Gesellschafter ist. Und hier gibt es zwei Wege. Entweder die Person ist selbst Gesellschafter, also du hast Anteile der GmbH oder anderer Gesellschaften, oder du bist Inhaber einer sogenannten Holding, einer Mutter, das heißt, du hältst dann von einer Tochter mehr als 25%. So kannst du also unmittelbar selbst Gesellschafter und wirtschaftlich Berechtigter sein oder mittelbar, indem du von einer Holdingmutter Anteile hältst, die wiederum von einer Tochter mehr als 25% Anteile hält oder das entsprechende Stimmrecht hat. Und wenn du selbst direkt oder indirekt, also mittelbar oder unmittelbar wirtschaftlich Berechtigter bist, dann gilt es, folgende Daten einzutragen. Und zwar nicht nur Name und Vorname, sondern auch dein Geburtsdatum, die Staatsangehörigkeit und vor allen Dingen auch den Wohnort. Dazu kommen aber noch der Umfang der wirtschaftlichen Beteiligung und der Art. Bist du also Gesellschafter, Direktor? Hast du beispielsweise ein verändertes Stimmrecht im Verhältnis zu den Anteilen? All das muss im Transparenzregister auch ersichtlich sein. Es gibt natürlich auch eine ganze Reihe von Sonderfällen, die du beachten solltest und besprechen solltest mit deinem Rechtsanwalt, mit deinem Steuerberater oder deinem Notar. Stell dir einfach mal vor, ihr seid 4 Gesellschafter und alle halten den gleichen Anteil, sprich 25%. Wer ist dann der wirtschaftlich Berechtigte? Nun, die Antwort lautet in dem Fall, dass der Gesellschafter, der auch zugleich Geschäftsführer ist, also geschäftsführender Gesellschafter ist, die Person ist, die eingetragen wird, denn sie hat den größten Einfluss auf die unternehmerische Entwicklung. Das Gleiche gilt natürlich auch in dem Fall, wo 3 Gesellschafter jeweils die Anteile über eine Holding, über eine Mutter halten. Entscheidend ist dann hier, dass die Person der wirtschaftlich Berechtigte ist, der dann vielleicht auch Geschäftsführer ist. Aber das letztendliche Urteil oder die letztendliche sichere Aussage bekommst du von deinem Rechtsanwalt. Von daher wünsche ich dir viel Erfolg nun dabei, diese Eintragung zu vollziehen, und zwar frühzeitig, bevor etwaige Behörden hier Bußgelder erlassen. Und wenn du dabei Unterstützung brauchst oder auch bei anderen unternehmerischen Fragen bis hin zur Unternehmensbewertung, kannst du auch gerne Gebrauch machen von einem kostenfreien Erstgespräch. Unsere Berater und Coaches arbeiten bundesweit und selbstverständlich haben wir auch Rechtsanwälte und Steuerberater bei uns im Team. Und ich wünsche dir Erfolg, dass du hier diese Falle meidest, genauso wie den Bundesanzeiger und andere Meldepflichten.